Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Final Fantasy. Ja, heute weiterhin in Staffel 2, wie schon angekündigt, also sprich mit meiner neuen Main, nämlich der Gameplayerin. So, wir haben in der letzten Folge mit Baderun gesprochen. Er hat uns hier so eine kleine Einweisung gegeben, mit wem wir alles sprechen wollen. Ich werde versuchen, erstmal die Nebenquests so ein bisschen nicht direkt zu ignorieren, aber so ein bisschen links liegen zu lassen und erstmal nur die Hauptquest zu machen, damit ich da definitiv weiß, dass das die Hauptquest ist und ich da weitermachen kann. Zumindest so lange, bis wir hier unten wieder leveln müssen und um entsprechend dann weitermachen zu können mit der Hauptquest. So, wir sprechen erstmal mit Ninia. Oh, ein bekanntes Gesicht und eine Abenteurerin noch dazu. Wenn du nach Heldentaten dürstest, hätte ich ein paar interessante Informationen für dich. Unten im Erdgeschoss in der Bollwerkhalle habe ich ein seltsames Kraut herumliegen sehen. Das sah aus wie das verbotene Immertraumkraut. Unter den vielen Händlern in Lominsa, gibt es auch solche, die sich auf verbotene Waren spezialisieren. Finde ich die dann in der Winkelgasse? Diesen illegalen Warenverkehr aufzudecken, ist ein gutes Betätigungsfeld, um sich als Abenteurer hervorzutun. Nimm den Fahrstuhl ins Erdgeschoss und sammle in der Bollwerkhalle die suspekten Kräuter auf. Dann bringen sie Al-Skyf am Oktanten, damit er sie begutachten kann. Oh, diese Namen. Ich meine, ich hab wenigstens normale Namen überall, auch wenn sie vielleicht ein bisschen komisch sind, aber mit ihm sollte ich auch sprechen, genau. Wenn du dich nach unten in die Bollwerkhalle möchtest, dann nimm doch den Krähenlift. Ja, möchte ich auch. Das war jetzt alles, was er mir sagt, okay. Ich dachte, der macht mir jetzt hier große Vorträge oder so. Aber macht er nicht. Und ich habe total vergessen, dass ich im Hintergrund noch eine Aufnahme am Machen war. Achso, hier ist das Kraut. Ja, man könnte natürlich auch einfach rauslaufen. Jetzt haben wir hier wieder Tausende. So. Obwohl ich es eigentlich auch ausschalten kann, weil ich ja hier die Spielanleitung habe. Öffnet den Webbrowser. Okay, dann ist es doch was anderes. Die können wir auch mal. Achso, das müssen wir sowieso mal eben hier. So, mal eben sortieren, damit wir nicht gleich auf 1 drücken und uns wundern, dass wir nicht sprinten und eigentlich unser Buch gezückt haben. Das wäre nämlich ein bisschen blöd. Was ich übrigens auch sehr positiv finde, also so wie ich das bisher zumindest mitbekommen habe, dass man anscheinend, wenn man die Hermetikerin spielt, sich noch bewegen kann, während man Zauber wirkt. Zumindest konnte ich dabei ausweichen und die Zauber sind trotzdem weiter ausgeführt worden. Das fand ich richtig, richtig klasse. Das war auch so ein Teil, weshalb ich mich gerade in die jetzt verliebt habe. Ich bin Captain Unaussprechlich vom Handelsschiff Orion. Du hast etwas, das ich mir ansehen soll. Ja, das sind die Kräuter hier. Na, da beiß mich doch ein Seeschwein. Immer Traumkraut. Das ist in Lominsa verboten und das zu Recht. Wer den Rauch dieses Krauts einatmet, verfällt in einen tödlichen Schlummer. Daraus stellt man Somnusräucherharz her. Ein echtes Teufelszeug. Nee, Moment mal. Das ist doch bloß stinknormaler Altyk-Lavendel. Der wird hier überall im Hafen gehandelt. Da fällt öfter mal was aus einem Bündel. Tja, da wurden wir wohl zum Narren gehalten. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und immerhin haben wir uns dadurch näher kennengelernt. Ich stehe aber nicht so auf Bar, tut mir leid. Ist aber groß, wenn ich so gucke. Vielleicht haben wir bald wieder miteinander zu tun. Das war übrigens mein Ernst. Ich stehe absolut nicht auf Bart. Käme mir nie als Freund oder sonst was in die Tüte. Niemals. Also untenrum geht noch so ein bisschen. Das ist, wenn der nicht so lang ist, dann geht's noch. Aber nee, auf gar keinen Fall auf der Oberlippe. Oder um den Mund rum. Ah, die Kräuterfreundin. Hör dir an, was ich zu sagen habe. Gestern hat mich ein Mann auf den Oktanten angesprochen. Sah aus wie ein Seemann. Er meinte, dass er mir Jill bezahlt für jeden Abenteurer, den ich ihm vorstelle. Was er vorhat? Das habe ich mich auch gefragt. Womöglich will er die Leute überwältigen und verkaufen. Na toll, danke. Wenn du auf dem Weg zum Oktanten bist, dann solltest du die Gelbjacke Glatzrael warnen.
Es wird nicht schaden, die Augen offen zu halten. Ich sage, es ist schon viel zu spät. Ja, das ist schön, dass ich eingeladen worden bin. Aber ich bin eigentlich schon in einer freien Gesellschaft. Ich habe nur die Einladung noch nicht bekommen. Ach so, mit dem hier, okay. Verstehe. Vielen Dank, dass du extra den Weg auf dich genommen hast, um mir Bescheid zu sagen. Ja, nee. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob dann später eventuell die Tutorial-Texte... Ich mach mal eben einen kleinen Cut und guck mal, ob ich meine Umgebung noch mal leiser stellen muss. Kleinen Moment. So, da sind wir wieder. Ich habe es jetzt absichtlich nicht ganz so leise gemacht, weil ja, man sonst auch die... Sonst hat er keine Probleme hier. Weil man sonst auch die Geräusche nicht so hört, wenn man irgendwie Eulengeräusche oder irgendwie Waldgeräusche oder sowas hat. Und da ist es mir schon wichtig, dass ich die Geräusche drin habe. Es ist nur leider sehr laut hier am Marktplatz, deswegen... ich habe mit ihr schon gesprochen. Moment, ich muss noch mit jemand anderem sprechen hier, glaube ich. Ach nee, den Atheryt muss ich noch machen, genau. Habe ich total vergessen. So, ich habe mich schon mal harmonisiert. Hey, du bist neu in der Stadt, was? Hat Baderun dich hergeschickt? Spricht für dich, dass du seinen Ratschlägen folgst. Der alte Seebär ist ein unerschöpflicher Quell nützlichen Wissens. Den solltest du dir warm halten. Hä? Ich hingegen bin bloß ein einfacher Wachmann, der in Limsa Luminsa seinen Dienst schiebt. Nur auf dem Gebiet der Ätherreisen macht mir so schnell keiner was vor. Lass mich dir die Sache in simplen Worten erklären. Dieser Ätherit ist eigentlich nichts anderes als ein riesiger Brocken kristallisierten Äthers. Er wurde so modifiziert, dass er jegliche Materie, auch Personen, zu Ätheriten an anderen Orten teleportieren kann. Die Zauberrückführung und Teleport fußen auf demselben Prinzip. Ohne Ätheriten würden die gar nicht funktionieren. Ätheriten stehen an wichtigen Stellen und Plätzen Eoceras. Weiß nicht, gar nicht auszudenken, wie mühsam das Leben für euch Abenteurer gewesen sein muss, bevor es sie gab. Die Rennerei über halbe Kontinente muss wahrlich ermüdend gewesen sein. Ich kann dir nur wärmstens empfehlen, dich mit jedem Ätheriten zu harmonisieren, wenn du ihm über den Weg läufst. Im Anschluss kannst du dich dann jederzeit zu ihm teleportieren. Hier in der Stadt gibt es noch einige weitere kleine Exemplare. Fang am besten mit denen an. Wenn du darüber hinaus noch Fragen zu Ätheriten oder Transportationsmagie haben solltest, bin ich jederzeit für ein Gespräch zu haben. Bis dahin, gehabt dich wohl. Da war er wieder weg. Ne, er war nicht weg, er ist noch da. Ich habe gedacht, der rennt jetzt wieder weg. So, die Rückführung haben wir jetzt auch schon mal gelernt. Sehr schön. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Das machen wir am besten so da rein. Dann, ach so, wir müssen eben was einstellen. Das, damit das nicht so stört. Und das, damit ich überhaupt irgendwas sehen kann. So, iteriert. In der Richtung sind noch zwei und ich muss sowieso in die Richtung, beziehungsweise... Boah, was ist denn hier los? Hilfe. Das ist sehr eklig für die Augen. Beziehungsweise hier muss ich noch mit jemandem reden. Muss ich mit dir auch reden? Ich glaube ja, ne? Ach, das ist der, dem ich Bescheid geben muss, oder? Ah, eine Abenteurerin mit einer Nase für unschlagbar günstige Preise und gute Geschäfte. Willkommen auf Limsa Luminsas Handelsstraßen, wo kaufwillige Kunden alles finden, was ihr Herz begehrt. Zu gerne würde ich dir noch mehr über unsere fantastischen Angebote berichten. Doch gerade heute hat ein neuer Frachter im Hafen angelegt und nun wollen unzählige Lieferungen bearbeitet werden. Oh, mein Oktant. Den hat Baderun dir mitgegeben, sagst du? Welch ein Segen. Den hatte ich schon überall gesucht. Vermutlich ist er mir aus der Tasche gefallen, als ich in den ertränkten Sorgen neulich mal wieder ein paar meiner Sorgen ertränkt habe. Hey. Ein Oktant ist ein... kleine Kiste, okay. Ich war schon drauf und dran, mir aus Verzweiflung wieder die Kante zu geben. Der Oktant hat nämlich großen, sensiblen Wert für mich, musst du wissen. Er ist ein Erinnerungsstück an meine Zeit als Captain auf See.
Na gut, dann will ich die Arbeit mal einen kurzen Moment ruhen lassen und dich zur Feier des Tages in die Geheimnisse des Handelns in Limsa Luminsa einweihen. Alles, was das Abenteurer Neulingsherz begehrt, findest du hier in den zwei überdachten Marktarkaden der östlichen und der westlichen Handelsstraße. Sicher wirst du unterwegs auch mal kämpfen müssen. Da können ein paar schlagkräftige Waffen, magische Tränke und solides Rüstzeug nicht schaden. Naja, ich brauche keine Waffen, ich habe halt ein Buch, ne? Muss ich erwähnen, dass du all dies hier bei uns erwerben kannst, zu Vorzugspreisen, die sich sehen lassen können. Schlag zu, solange der Vorrat reicht, meine Liebe. Auch Tränke und Materialien aller Art findest du bei uns in Hülle und Fülle. Alles natürlich von feinster Qualität, denn unsere Händler sind ehrbare Leute, die sich ihren Namen nicht durch schnelle Geschäfte mit billigen Ramsch ruinieren wollen. Ich will nicht Snow Blade heißen, wenn du nicht für jeden deiner Wünsche bei uns den passenden Laden findest. Schau dich einfach mal um, denn grau ist alles Theorie. Grau ist alle Theorie, okay? Kenne ich jetzt nicht den Spruch. Und lass dir die Kauflust von einem Missgriff nicht verleiden. Es gibt schlimmere Fehlinvestitionen als das Zahlen von Lehrgeld. So, mit dir können wir jetzt aber nochmal reden, ne? Du könntest mir in einer wichtigen Angelegenheit helfen. Ich möchte, dass du eine Studie über die Warenpreise auf der Handelsstraße anfertigst. Nein, so schwer ist das nicht. Du musst dich nur als Kunde ausgeben, in bestimmten Läden nach den Preisen von bestimmten Waren fragen und deine Ergebnisse auf einer Liste zusammenstellen. Die Händler, die ich überprüfen möchte, sind Eiserner Donner. Warum muss ich da jetzt an Yakari denken? Kyokyoron und Synehil. Trage die Preise in dieses Formular ein und bring es zu Bain. Oh Gott, diese Namen. Auf der westlichen Handelsstraße. Okay, das habe ich jetzt übrigens angenommen, weil das ja eigentlich eine Folgequest sozusagen von der Hauptquest ist, mit der wir angefangen haben. Deswegen denke ich mal, dass es nicht schlecht ist, wenn ich hier auch weitermachen werde. Hallo, hier ist die Rezeption für Gehilfen. Was kann ich für dich tun? Wie bitte? Ein dubioser Seemann versucht, unerfahrene Abenteurer anzulocken. Danke für den Hinweis. Hier auf der östlichen Handelsstraße kommen Händler und Abenteurer aus allen Ecken Eozeras zusammen. Da sind auch ein paar zwielichtige Gestalten dabei. Ist das jetzt überhaupt eine Frau? Doch, es ist eine Frau. Ich werde dafür sorgen, dass sich die Warnung herumspricht und meine Augen offen halten. Sehr schön, danke schön. So. Dann müssen wir schon mal mit dem reden hier, ne? Eiserner Donner. Oder auch kleiner Donner, wobei das bei ihm jetzt nicht so richtig passt mit kleiner Donner. Willkommen in meinem Laden. Ich führe nur Qualitätswaren aus dem Hause Naldik und Vümeli. Alles funkelnagelneue, keine Gebrauchtwaren. Die hohe Qualität hat ihren Preis. Aber bei Rüstungen sollte man nicht sparen. Wer will schon, dass sein Helm im entscheidenden Augenblick in tausend Teile zerbricht? Ich will gar keinen Helm, ich bin Hermetiker. So, Moment, wir müssen jetzt da runter, wenn ich das richtig sehe. Genau, und da ist auch noch was zum Einstimmen. Ah, ich sehe es schon. Was ist das hell hier? Da war ein Hasi. Ich habe jetzt auch zwei Hasis, einen Kriegerhasi und einen Bogenschützenhasi. Mit dem Bogenschützen habe ich auch schon ein bisschen gespielt. Der ist ganz cool, muss ich sagen. Und ja gut, mit dem Krieger habe ich schon gespielt, aber mit dem Kriegerhasi habe ich noch nicht gespielt. Musste ich mit dir reden? Ich musste mit dir reden. Was bist du denn für ein Kerlchen? Oh mein Gott. Oh, hat der lange Fingernägel. Lange nichts mehr gemacht, würde ich sagen. Hereinspaziert. Kyokyoron heißt dich herzlich willkommen. Alles Wahre hier, alles gut. Seh dir alles an. Bitte sehr. Ja. So habe ich anscheinend auch schon die Preise ermittelt. Das ist schön. Moment, hier rechts ist noch einer. Da. Hallöchen. Einen schönen guten Tag. Bist du neu hier? Ich würde dir gerne einen Vorzugspreis geben, aber ich muss mich streng an die marktüblichen Preise halten, damit alles in Ordnung, seine Ordnung hat. Wonach suchst du denn? Eigentlich nach nichts. Nur nach den Preisen. Hat der Klumpenschuhe an? Du bist die Hilfskraft, die verdeckte Preiserhebung durchgeführt hat. Dann zeig mal deine Preisstudie. Aber sie schottert.
Dieser Studie zufolge haben wir keinen Preiskampf zu befürchten. Die Preise liegen im Rahmen üblicher Marktschwankungen und sie sind saisonbereinigt stabil. Wir haben die Preise auch deswegen im Auge behalten, weil verdächtig günstige Angebote auf nicht sanktionierte Piratenbeute schließen lassen. Und illegale Piraterie können wir nicht zulassen. Okay. Und ich muss noch eben. Moment, da draußen ist noch einer. Da ist keine. Was war denn das Blaue gerade? Okay, keine Ahnung. Es ist wohl ein Gerät, was man benutzen kann, dieser Materia-Einsetzer. Hier ist aber noch einer. Damit synchronisieren wir uns auch mal eben schnell. So, und dann, damit ich da nicht dran vorbeilaufe, in die Richtung. Hallöchen! Mir wurde die Gildie wärmstens empfohlen. Sei gegrüßt. Möchtest du dich als freiwilliges Versuchsobjekt für die magischen Forschung der Hermetiker-Gilde melden? Nein? Wie kann ich dir dann helfen? Oh, hallo, ich wollte mich nur drehen. Ich wollte nicht weitermachen, scheiße. Und du möchtest also der Gilde beitreten? Gut, dann wollen wir mal keine Zeit verschwenden. Es gibt ein paar Dinge, die jeder Neuling über die Hermetiker-Gilde wissen sollte. Die Hermetik hat ihren Ursprung in einer Zahlenlehre, die auf den südlichen Inseln entwickelt wurde. Ziel dieser Lehre war es, natürliche Phänomene mittels einer mathematischen Ausdrucksweise zu beschreiben. Diese Methode wurde von Zauberkundigen aufgegriffen, die begannen, magische Phänomene in der Sprache der Mathematik auszudrücken. Als sich daraus schließlich eine eigene Geometrie entwickelte, die Zauberei durch Ethergramme darstellt, war die Hermetik geboren. Die Hermetiker, die per Handelsschiff nach Limsa-Lominsa kamen, wurden als Intellektuelle geschätzt. Sie nahmen hohe Positionen ein, zum Beispiel als Berater des Admirals oder Verfasser von Gesetzen. Traditionell erfordert die Ausbildung zum Hermetiker ein striktes Meister-Lehrlingsverhältnis, weswegen die Hermetik als Magie der wenigen bekannt war, nur etwas für Auserwählte. Der Admiral aber hat den Nutzen der Hermetik erkannt und die Gründung einer Einrichtung unterstützt, in der die Hermetik erforscht und unterrichtet werden sollte. Richtig, die Gilde der Hermetiker, kluges Kind. Jeder, der die Hermetik erlernen möchte, muss Mitglied der Gilde werden. Es ist ein schwieriges Gebiet, für das sich nicht jedermann eignet. Wenn du aber dennoch beitreten möchtest, dann sprich einfach. Achso, sprich mich einfach nochmal an. Ja, natürlich. Also ich muss sagen, die Geschichte. Was ist denn das eigentlich für ein. Achso. Die gehören jetzt zu, ich wollte gerade sagen. Die Geschichte der Druiden finde ich jetzt natürlich irgendwo besser, von wegen die Lehre der Natur und so. Aber es hört sich auch sehr, sehr interessant an, weil ich bin zwar kein Mathematiker, aber ich bin so ein extrem logisch denkender, ja, extrem logisch hört sich so eingebildet an, finde ich, aber doch ein sehr logisch denkender Mensch in den meisten Fällen. Und ich denke, da passt die Hermetik auch wunderbar in mein Beuteschema sozusagen. Du bist dir also sicher, dass du der Hermetiker-Gilde beitreten möchtest? Jep. Ausgezeichnet. Da musst du nur noch deinen Namen und deinen Geburtsdaten auf dieses Ethergramm eintragen. Mit deinem eigenen Blut unterzeichnen. Was? Und beim nächsten Vollmond. Haha, kleiner Hermetiker-Scherz. Die Formalitäten sind schon erledigt. Jetzt müsstest du nur noch mit dem Gildenmeister sprechen. Aber dieser Posten ist derzeit nicht besetzt. Momentan wird die Gilde von der stellvertretenden Gildenmeisterin Tubürgeim geführt. Sie wird sich deiner annehmen. Sie ist eine höchst liebenswürdige Person, die sich um die Belange der Gilde mit mütterlicher Hingabe kümmert. Sie steht dort vor dem Bücherregal. Sprich sie einfach an und stell dich vor. Was übrigens auch sehr, sehr gut zu mir passt, sind die ganzen Bücher, mal nebenbei bemerkt, weil ich bin eine richtige Bücherratte. Willkommen in der Gilde der Hermetiker. Ich bin die stellvertretende Gildenmeisterin Tybürgeim. Bestimmt hat Mori dir eine kleine Einführung in die Geschichte der Gilde gegeben. Dann hast du gehört, dass die Hermetik den Geheimnissen des Lebens auf den Grund geht. Ein Beispiel dafür ist das magische Lebewesen namens Karfunkel, welches alleine aufgrund hermetischer Zauber ins Leben gerufen werden kann und den Hermetikern als Gehilfe dient. Egal, welche Frage oder welches Problem sich uns stellt, wir wollen die Dinge genauestens verstehen. Wenn man das Wesen des Problems einmal in der Klarheit versteht, präsentiert sich die Lösung von alleine.
Das gilt auch und besonders für den Kampf. Deswegen sind Hermetiker dafür bekannt, dass sie immer den Überblick bewahren und in Sekundenschnelle mit den richtigen Zaubern den Kampf entscheiden können. Glaubst du, dass du über die nötige Neugier und Geisteskraft verfügst? Das hört sich alles so an wie auf meinen Leib geschnitten. Hast du dich als Kind gefragt, warum der Regen auf die Erde niederfällt? Ja, ernsthaft, das habe ich wirklich gefragt. Nicht aber die Regenwolken? Warum ein Ast im Feuer brennt und auf dem Wasser schwimmen kann, aber kein Stein? Naja, gut, warum er auf dem Wasser schwimmen kann, nicht? Warum er im Feuer brennt und so, das habe ich wirklich schon mal gefragt. Willst du der Hermetiker-Gilde beitreten? Nein, doch natürlich, ja. Gut, du wirst hier unter deinesgleichen sein. Ja, ich weiß. Kommen wir nun zum Aufnahmeritual und deiner ersten Lektion. Ich möchte, dass du im unteren La Noskea drei Dockratten, drei Aurelias und drei Marienkäfer erledigst. Du findest sie, wenn du die Stadt durch das Sturmtor verlässt. Du wirst dabei lernen, wie unterschiedlich drei Lebewesen, die den gleichen Lebensraum bevölkern und über Kampfkraft von etwa gleicher Stufe verfügen, auf äußerste Bedrohungen reagieren. Diese Lektion wird die Grundlage für deine Entscheidungsstärke im Gefecht bilden. Wenn du zurückkommst und wir uns wiedersehen, wirst du den ersten Schritt in deinem neuen Leben als Hermetikerin unternommen haben. Da ist auch noch eine Quest, aber die lasse ich jetzt erstmal stehen. So, mit dem habe ich mich ja eben schon synchronisiert. Jetzt wollen wir mal kurz gucken. Obere Decks. Das heißt, ich muss wahrscheinlich da raus. Und dann. Fast wie zu Hause. Achso, da muss ich Bericht erstatten. Nein, da will ich aber nicht hin. Da will ich auch nicht draufdrücken. Ich wollte eigentlich hier draufdrücken. So. Ich bin hier oben und muss eigentlich nach rechts unten. Unteres Lanuskir. Okay. Zentrales. Und vom Zentralen kommen wir zum Unteren. Okay, also muss ich jetzt quasi hier immer geradeaus wieder zurück. Ups, falsche Taste. So. So, das Sprinten haben wir ja zum Glück. Naja, eigentlich haben wir es ziemlich spät festgestellt, dass wir es können, sagen wir es mal so. Aber es hat uns schon jede Menge Dienste erwiesen. Das ist das Gute daran. So, das heißt, wir müssen also quasi den ganzen Weg jetzt wieder zurücklaufen. Ich würde mal einfach sagen, bevor ich diese Aufgabe zu Ende mache und bevor wir jetzt den ganzen Weg laufen, weil ich wollte das hier mal rausschneiden, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann die Aufgabe in der nächsten Folge erfüllen werden und eventuell noch eine zweite, glaube ich, die ich angenommen habe, auch erfüllen werden. Bis dann. Ciao.